Willkommen zurück zu Let's Play UFO Duel Unknown Enemy. Wir sind letztes Mal stehen geblieben. Ich schätze bei Terror Mission 2 Complete. Ich hoffe es einfach mal. Ich habe dieses Spiel schon eine Ewigkeit nicht mehr gespielt. Jedenfalls nicht diese Version. Und es könnte demzufolge schief gehen. Das eine fliegt irgendwo hin. Abfangjäger. Wo fliegt der hin? Ach, da drüben ist ein UFO. Oder? Oder schicken wir einen Abfangjäger rüber? Ich weiß es nicht. Tun wir das? Ich weiß es nicht. Wir haben dort keine Abfangjäger, oder? Bereits unterwegs. Ja. Who cares? Ja, zu wenig Treibstoff hätte ich mir denken können. Okay. Abfangjäger ist endlich da. Wow, danke. Forschung abgeschlossen. Dann können wir was untersuchen. Was klingt denn am sinnvollsten? Lirium. Untersuchungsraum. Zack. So, wir können hier bestimmt jetzt wir produzieren schon, okay. Dann Raumschiff ausrüsten. Sky Ranger. Wir haben 10 jetzt an Bord. Das heißt, wir könnten theoretisch. Wir haben 8 an Bord. Dann sollte das so reichen. Haben wir schon irgendeine Art Ausrüstung? Persönliche Rüstung, ja. Gut. Unsere Soldaten. Die Besten der Besten natürlich. Gut. Dann bleibt uns mal erstmal wieder nichts übrig, als zu warten. Oder uns vielleicht auch mal die Diagramme wieder anzusehen. Nordamerika hat ein bisschen UFOs. Antarktis sind jetzt nicht so wichtig. Südamerika. Europa ist eher gering. Nördlich. So. Asien, wow. Südostasien. Sibirien, Australien. Pazifik, Nordatlantik, Südatlantische Ozean. Nach Ländern. USA ist noch okay. Russland auch. Großbritannien gar nichts. Frankreich auch nicht. Deutschland nicht. Italien, Spanien ein bisschen. China müsste ein bisschen was gemacht werden. Japan ist okay. Indien auch. Brasilien. Australien ist halt so eine Sache. Südafrika, Ägypten, Kanada. Wir müssen, glaube ich, in Asien noch eine Basis aufstellen. Der Rat der geldgebenden Nation ist mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Ja, unzufrieden. Warum kriegen wir dann weniger Geld? Ja. Okay, dann würde ich sagen. Sollen wir eine neue bauen? Könnten wir jedenfalls mal tun. Und zwar, ich würde sagen, so ein bisschen in China. Oder vielleicht auch hier rüber. Da habe ich so ein bisschen, würde ich sagen, vielleicht eher hier irgendwie so hin. Dann hätten wir doch was Tolles, bestimmt. Aber wie nennen wir es?
Sagen wir hier so auf die Grenze. Stützpunktname. Grenze zu, ach, keine Ahnung. Nintendo. China Base fertig. So, hierhin, und jetzt können wir Einrichtungen ein bisschen bauen. Wir brauchen kleines Radar, großes Radar. Und einen Hangar könnten wir brauchen. Quartiere vielleicht. Jo. Und dann kann es weitergehen. Persönliche Rüstung ist fertig. In der ersten Basis. Hat schon. Du hast noch keine. Okay. Neil Hill hat noch keine. Judith auch nicht. Anion auch nicht. Ich auch nicht. Ragnar auch nicht. Und dann sind wir alle durch. Gut, dann sind alle gerüstet. Perfekt. Dann warten wir auf ein Ereignis. Abfangjäger 3. Zerschießt das Ding. Habe ich irgendwas Dummes gemacht? Kann es sein, dass so... Ich sag jetzt nichts. Das war das Falsche übrigens. Ich habe einen Abfangjäger ohne Waffen. Perfekt. Dann brauchen wir Waffen. Damals Geschütz. Ein Geschütz würde ich sagen und ein... Machen wir mal so. Nicht genug Geld. Okay, dann müssen wir es wohl so machen irgendwie. Und hoffen, dass es irgendwann bald ankommt. Es läuft mal wieder perfekt. Nicht genug Geld zur Produktion für die Lasergewehre. Können wir irgendwas verkaufen? Wir brauchen... So viele Plasmagewehre zum Beispiel überhaupt nicht. Sagen wir 5. Dem2 auch plus 5 Plasma-Streifen. Zack. Erstmal nur 5 oder so, keine Ahnung. Wir brauchen noch nicht so viele Treiber. Es reicht. 1. Ja. Das sollte so okay sein. Produktion haben wir jetzt nichts. Wir haben wieder 3 Millionen. Sehr klein. Abfangjäger. Das was, ich schick noch den zweiten raus. Was zum... Are you guys drunk? Okay. Dann können wir auch endlich unser Raumschiff hier ausrüsten. Das wäre schon mal besser. Wir haben kein Geschützmunition. So. Haben wir echt noch keine Munition für irgendwas von beiden? Nee, ich kaufen.
Doch, wir haben eigentlich Raketen. Zwei. Achso, er bewaffnet ja auch noch. Nicht genug Schuss für, ja, das weiß ich auch. Wieso? Wo denn jetzt schon wieder? Darum habe ich nichts. Wie lange braucht der Hangar hier noch? 21. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich spiele momentan gerade richtig schlecht oder so. Alan White ist verwundet. Packen wir erstmal alles rein. Ja, auch nur 10 Lasergewehre. Plasmagewehr kann ich noch nicht nutzen. Automatisches Geschütz. Dann das automatische Geschütz war scheiße. Nehmen wir doch mal wieder reich raus. Wir haben jetzt 12 drin. Und lassen raus. Enemy Moon, raus bist du. Und Enemy Moon, raus bist du. Wobei der ist gefreit. Den bitte gefreit, ja. So. Besser. Und Sky Ranger. Auf nach Singapur. Mission Begin. Irgendwie ist immer eine Terrormission kurz vor Part Ende. Hallo? Jetzt. Okay. Brauchst dann auch keine Gewehrladestreifen? Die wir abladen können. Nur so. So, so. Zack, zack, zack. Ich bin schwarz, yay. Ich weiß gerade nicht, ob es eine Nachtmission ist. Deswegen packe ich einfach mal allen noch ein Lämpchen rein. Huch, der hat eine Granate. So, Franz Heinsch. So. Jürgen Berger. Geh in Deckung. Flow. Ich wollte schon sagen. Wir haben das Glück. Hier oben geht's nicht wirklich weiter. Okay. Robin. Okay, du kannst hier drin nichts sehen. Okay, dann bleibst du am Fenster stehen. So. Das hier oben scheint auch schon das Ende der Karte zu sein. Kannst du dich noch in... Nein, kannst du nicht.
Okay. So, den Rest einfach mal vorrücken. Und den Zug beenden dann. Zack, zack. Okay, ja, okay, ja, okay, ja. Eins wird es gestorben. Okay. Siegfried Schulz, unser deutscher Spezialist für irgendwas. Eine Cyberdisk. Ich hab echt mit Cyberdisks zu tun. You are killing me. Das macht's alles nicht besser. Auf gar keinen Fall. Okay. Er sieht einen Sektoid. Kannst du es richten, Robin? Wahrscheinlich nicht. Wieso? Wieso wusste ich, dass das jetzt passiert? Wieso? Was seid ihr für Menschen? Geh du zu dieser Tür. Oder auch nicht. Was? Was? Was geht ab? Es ist keiner verwundet? Aber, ich dachte, oh, das war doch eine Explosion und... What? Ah doch, hier haben wir eine Gesundheit verloren. Er sieht eine Cyberdisk. Und du kannst bestimmt nicht mehr schießen, genau. Ihr seid schlechte Schützen. Okay. Dann wirst du den da unten versuchen zu erschießen. Das ist ein Alien. Das steht nur rum. Was habe ich denn nur für Leute, mein Team? Komm, sag mir bitte, dass du wenigstens triffst, ja? Danke. So.
du gehst hier rein. Und siehst einen Alien. Danke. Thanks, dude. Den habe ich schon gesteuert. Den auch. Da auch. Da auch. Sind nur noch die Leute hier drin, die ich am besten auch rausschicke. So. Zack. Geht doch. Alien. Du gehst auch raus. Mit Alien. So. Ich glaube, die versuchen gerade mit Gedankensonden mich anzugreifen. Und schaffen es nicht. Boom, boom. Franz Heinz hat einen. Was hat er? Den kann die Moral senken oder was? Perfekt. War doch noch irgendwo ein Alien. Ach so, der ist ja durchgedreht. Daniel Hill. Sind bestimmt viel mehr Leute hier unten als nötig. Okay. Jürgen Berger. Das ist eine große Lagerhalle. Und ich mag Lagerhallen nicht. Vielleicht habe ich aber auch Luck und sind schon alle tot. Natürlich nicht. Und weiter geht's. Ha. Sind auch immer welche übrig? Oder wie soll ich das verstehen? Franz Heinz ist in Panik ausgebrochen. Franz Heinz hat gerade seine Waffen fallen lassen, richtig? Jo. Okay, du wurdest getroffen. Dir geht's aber immer noch gut.
Hier hinten geht es auch noch kaum weiter. Aber egal. Trotzdem ist dort das Alien. Robin, du hattest doch das da. Kommst du irgendwie dorthin? Seine Tasche, dort ist niemand. Heilen, heilen. Okay. Ist schon ein Loch in der Wand, oh. Er sieht's halt, das Alien, aber... Oh. Ist das dunkler als die anderen? Hier unten geht's noch weiter. Okay. Boom, boom. Sollte es doch langsam mal wenigstens alles gewesen sein, hoffe ich. Und ein Glück musste ich keinen Schadensersatz oder so zahlen. Du gehst auch mal hier rein. Okay. Immer noch. Vorsicht, das Feuer. Tobsuchtanfall. Aber wo? So, du kannst jetzt noch den Rest heilen. Rumpf heilen, so. Dann kann er sich jetzt wenigstens auch noch ein bisschen bewegen. So. Aha. Dwight Neal. So, Jürgen Berger.
sollten wir ja bald die ganze Karte, denke ich, nochmal erkundet haben. Du kannst dich noch bewegen. Okay, mehr haben wir nicht. Wo denn? Wo ist das wahrscheinlich letzte Alien? Mysteriös. Kann sich ja nur noch irgendwo in der Ecke aufhalten. So, hier oben gibt es ja nichts mehr. Muss ja irgendwo sein, das Alien. Franz Heinz darf sich wieder bewegen. Muss irgendwo sein. Auch nicht, oder wie? Thanks God. Da war noch eins. Okay. Irgendwo hier unten muss noch eins sein.
Oh. Ups. Okay. Hier hinten ist jetzt nichts. Ich lasse einfach alle nochmal umgucken, sonst übersehen wir vielleicht wieder was. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das war das letzte Alien. So. Also wenn ich dieses Land wäre, ich würde mir kein Geld dafür zahlen wollen. Also ich meine, ich habe hier die ganze Stadt zerstört. Und sehe mich selbst als Erdenretter, sage ich jetzt mal. Da sind wir fertig. Getötete Außerirdische 12. Tote Außerirdische geborgen 9. Okay. Außerirdische Artefakte geborgen 23. Von Außerirdischen getötete Zivilisten 1. Gerettete Zivilisten 11. Bewertung ausgezeichnet. Und da sind zwei Leute aufgestiegen. Oh Gott, war das jetzt. So. Jetzt habe ich es überspeichert. Fail. Aber egal, gut. Ich würde sagen. Nein, das war falsch. So, das war's dann mal wieder für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Part.